Ich bin's, Gabrielle. Lass dich nicht von meiner Verkleidung täuschen. Wir haben den Attentäter ausfindig gemacht. Er ist in Kleopatras Vorzimmer. Wenn wir schnell machen, kriegen wir ihn. Weißt du denn überhaupt, wie er aussieht? Ja, genau wie der, mit dem ich herkam. Ich habe ihn eben in der Halle aufgespürt. Hast du es ihm gesagt? Mhm. Das ist der, den ihr sucht. Wache? Das läuft ja alles genau nach Xenas Plan. Habe ich recht? Ich weiß zwar nicht, wo du dieses Mädchen aufgegabelt hast, aber sie hätte beinahe unseren ganzen Plan ruiniert. Was? Oh ja. Jet, dein Chef hat rausgekriegt, dass ich weiß, wer du bist. Jet. Und jetzt kann dich keiner mehr aufhalten. Warum nennst du mich dauernd Jet? Jet, weil du der beste Killer bist, weit und breit, stimmt's? Jet? Oh, oh, ja, ja, der bin ich. War uns ja klar von Anfang an. Die waren nur zwei Schachfiguren in meinem Plan. Jetzt hält uns gar nichts mehr auf. Ja, ja, so ist es. Werft sie ins Verlies. Hey! Und nun? Na, großartig. Mörder, tu deine Pflicht. Bruder gegen Bruder. Oh, Bruder. Da wären wir also. Du musstest ihnen ja unbedingt auf die Nase binden, dass du der König der Diebe bist. Für diesen Ehrentitel habe ich auch schwer genug geschuftet, Prinzessin. Und alles wäre kein Problem, wenn ich mein Werkzeug dabei hätte. Aber wenigstens ist Joxer noch draußen. Oh ja, ein Kerl, der nicht weiß, was er tun soll, und eine Dame mit einem Plan. Ich habe Xena genau studiert. Xena würde jetzt das tun. Na schön, vielleicht bin ich nicht ganz so gut wie Xena, aber mein Plan hätte funktioniert, wenn du nicht mit Kleopatra rumgeturtelt hättest. Jetzt gibst du auch noch mir die Schuld. Das ist typisch. Weißt du, ich möchte nur ein einziges Mal erleben, dass einer deiner Xena-Pläne auch wirklich klappt. Also versucht Joxer, da oben ganz allein den schlimmen Jet ausfindig zu machen. Ich verstehe da einiges nicht. Gabrielle, warum bist du denn nicht ganz einfach zu Kleopatra gegangen und hast dir gesagt, dass man es auf sie abgesehen hat? Also Xena, du machst dir das sehr einfach. Du warst ja nicht dabei. Gabrielles Plan hat Jet vom Schlimmsten abgehalten, bis wir hier unseren Verbündeten gefunden hatten. Stimmt's? Ja, das stimmt. Pontius. Pontius, genau. Ehrlich gesagt hatte ich zunächst meine Zweifel, ob es hier drinnen einen ehrlichen Menschen geben könnte. Aber glücklicherweise bestand Gabrielle auf ihrem Plan. Mhm. Schöner Plan. Gut. Gabrielle, du suchst Joxer. Autolykos, du suchst Jet. Und ich sehe mal nach Kleopatra. Tu das. Danke. Du magst ja ein Dieb sein, aber... Nein, sag es nicht. Also gut, sag es. Du hast ein Herz aus Gold. Ja. Jetzt kann's losgehen. Kleopatra, wir müssen... Was soll der Schleier? Oh, hübscher Schleier, Kleopatra. Joxer. Jet? Joxer. Falsch, Jet. Ist ja auch egal, wer du bist. Auf jeden Fall ist das Schwert nicht da, wo du es hinhaben wolltest. Ich allein weiß, wo es ist. Vielleicht hast du noch nicht gemerkt, dass es gar nicht mehr da ist, wo du es hingelegt hast. Oh, ich hasse es, wenn ich reingelegt werde. Zuerst mal werde ich dich töten. Und danach töte ich sie. Töten sie? Guter Witz. Das möchte ich mal sehen, wie du das anstellen willst. Los, zeig ihm, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Kleopatra. Kleopatra? Also, was wollte ich doch gleich? Ach ja, dich ermorden. Oh! Du! Jet, verschwinde, und zwar sofort! Leg das Schwert weg, Jet. Es gibt andere Wege. Nein, gibt es nicht. Das habe ich mir genau überlegt. Ich glaube, ich sehe nicht recht.
du willst doch wohl nicht wirklich kämpfen gegen mich? Das muss ich, Jet. So bin ich jetzt. Mama, wo? Ist was? Schön brav. Na, warte, du. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst brav sein? Wir kriegen Gesellschaft. Packt sie! Du wirst sterben. Aha. Niemand tut meinem Bruder was. Außer mir.